Recht herzlich willkommen zur siebten Folge von Grand Ages Medieval. Ja, und dann lassen wir es auch gleich weiterlaufen. Wir sind hier letztes Mal rein. Oh, das Zoomen, das geht aber heute schnell. Ne? Und haben gesehen, dass hier alles noch fehlt. Küsten gucken, dass wir da was bauen. Ah, da wird auch was gebaut. Hier, Kontor wird gebaut. Okay, das dauert halt eine Weile. Und deswegen sieht das alles nicht so gut aus wahrscheinlich. Sobald das Kontor da ist, können wir wahrscheinlich erst handeln, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube schon, ne? Gut. Straße, Händler und Handelsroute errichten. Okay, das können wir allerdings auch von dort aus machen, denke ich mal, ne? Ja. Gut. Ist auch die Entwicklung. Nix. Infrastruktur. Okay. Militär. Nee, Produktion, alles klar. So. Was ist hier aktuell? Überproduktion, okay. Hier ist unser Speer, aber den schicke ich mal glaube ich da unten, ne? Der könnte mal dahin gehen. Dann brauchen wir da vielleicht, ne, oder? So. Mein Imperium. Einheiten und Städte. Können wir auch nochmal so eine Übersicht angucken. Okay. Optionen. Ein Imperium. So. Mhm. Okay, aber gerade kurz. Der neue Stadt A kann die Truppen nicht versorgen. Okay. Achso, die sind da jetzt reingelaufen, oder wie sehe ich das? Sind die jetzt weg, meine Truppen, oder was? Schwer. Ah ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder besser dahin, ne? Bevor die da verhungern oder so. Produktion festlegen. Können wir da Getreide produzieren erstmal? Ja. Wie können wir da mehrfach produzieren, ohne dass wir... Was haben wir denn hier noch so? Ja, Kohle. Wenn das geht, warum nicht, ne? Und dann würde ich mal gerne erst sehen, was hier produziert wird nochmal. Holzweiler, Ziegelei, Getreidehof. Früchtehof, kann ich das nur hier machen? Achso, okay. Da sehe ich das nochmal so. Metalle. Okay, dann weiß ich schon mal, wer es da produziert wird. Wir können das gerade hier mal angucken nochmal. Also das, 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 das und das wird da produziert. Hier können wir noch Honig machen, hier können wir noch das machen. Und das Bier geht auch noch, oder? Dann würde ich das ja schon fast... Na, lass das erstmal noch drin, oder? Ne, machen wir weg. Holz wird jetzt hier besser passen. Ich denke mal so. So. Und jetzt? Warten wir auf ein Konto, oder? Achso, wenn wir im Menü sind, dann geht die Zeit nicht voran, aber die würde ich gerne mal vorangehen lassen und auch etwas schneller. Also ja.
Depot, Kaserne, Verbinder, das können wir bauen da, ne? Hier passiert jetzt nichts. Fehlt halt noch alles, ne? Gut. Da kam gerade der Händler vorbei, der ist in der Stadt. Ich bin am Überlegen. Wollte was ändern, ne? Ja. Können wir jetzt upgraden oder was können wir da machen? Ja, okay. Können wir erweitern. Mauern gibt's da auch. Will ich aber zurzeit gar nicht. 3, 3, 3, 3 und 4. Haben wir das eigentlich alle schon? Ja. Gut. Chronik. Dein Imperium. Einhalten. Kartenoption. Kann man drehen. Was macht unsere neue Stadt denn jetzt mal? Ah, guck mal, der Konto ist fertig. Cool. So, jetzt sollten wir irgendwas in der Richtung bauen, oder? Okay, den Handelshof, den Nahshof bauen wir für Händler. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, der Kontor wäre es. Ja, dann bauen wir den natürlich, damit wir den Händler da hinkriegen können, ne? Was steht da? Bauwaren fehlen, okay. Wie kriege ich Bauwaren dann? Steht da so auch was fehlt? Ja, ne. Ah, da steht's. 30 Holz und 60 Ziegel. Produktion. Handel kann ich freuen, weil ich das Gasthaus nicht habe, glaube ich. Oder verstehe ich das falsch? Ah, Holz wird ja sowieso hier produziert werden. Funktioniert aber nicht. Okay. Gut, Aufschwung ist schon mal da, das ist ja schon mal was. Drei. Produzieren die hier jetzt drei? So, dann wollen wir Steine. Kannst du dieses Gebäude im Auftrag geben? Schließen wir erstmal. Da fehlt das. Von Imker fehlt auch was. Wie kriege ich das hin? Das ist die nächste Frage, ne? Was ist hier los? Überproduktion, okay.
Einheiten und Städte. Ja, das ist der Speer, den will ich aber gar nicht. Kann ich den denn da unten hinschicken, dass der Waren dahin bringt? Ich glaube nicht, ne, oder? Okay. Also das geht, aber das geht nicht. Und das liegt daran, weil da wahrscheinlich kein Gasthof ist, oder? Und eine Straße fehlt uns ja auch noch. Nur möglich in Städten mit Gasthof. Ja. Wo ist denn der Händler? Ist er das? Ja. Und der reist jetzt dahin und dann wahrscheinlich wieder zurück. Nee, er würde hier hinreisen jetzt. Oder vertue ich mich? Nee. Nee, er reist dahin und sollte dann, wenn dahin reisen, aber... Das ist ja rot, ne? Tja. Jetzt müssten wir zusehen, dass wir hier irgendwo die Straße bauen. Das ist doch der Händler. Naja, ich gehe von aus, der fährt da wieder zurück, weil er hier nicht lang kann, weil es da keine Straße gibt. Obwohl. Ach so, nee, hier geht die Straße nur lang, aber dann ist es Sabbat, ne? Hier unten müsste sie weitergehen. Müssten wir hier so anschließen, oder nee? So, schauen, wo der Händler ist. Der kommt gerade an. Hat jetzt Ware und läuft wieder zurück wahrscheinlich, ne, oder? Genau so ist es. Mit Vergnügen. Oh, jetzt habe ich die Route deaktiviert, aber ist nicht schlimm. Lassen erstmal so laufen. So, passiert hier was? Das ist die Frage, ne? Sieht alles nach 000 aus, weil wir kein Geld haben. So, wie kriege ich die Klamotten jetzt dahin? Das ist die Frage, ne? Die Stadt kann nicht erreicht werden. Eine Straße zwischen Sofia und Ala. Heure im Gasthof von Sofia einen zweiten Händler an und richte eine einfache Handelsroute zwischen den beiden Städten. Anwälder dazu ist nur Händler und an. Ja, okay, das habe ich alles verstanden. Und los geht die Tour! Okay, da muss man den Haken setzen, toll. Kann er das jetzt oder was? Nee, ne, oder? Da kommt er wieder, aber das wird er nicht machen, oder? Überall herrscht Überproduktion jetzt. Mhm. Warum nicht? Ja,
Straße errichten. Nee, das ist ausbauen. Das war also falsch. Das ist richtig, ne? Straße festlegen. Von Sofia nach da. Okay, über den Pass. Sieht gut aus. Ist die jetzt schon fertig oder was? Okay. So, ach so, ne, in Sofia müssen wir jetzt einen zweiten Händler haben. Ne, Übersicht. Ne. Wo war denn jetzt der Händler? Warte mal. Das weg. Dahin. Kontor, Gasthof. Oh, Gasthof gab's einen Händler, ne? Genau. Ja, anwerben. Der weg. Und Handel? Ne. Komme ich denn jetzt an den Händler dran, ne? Da. Eigenartig. Ach, der brauchte eine Zeit, ne, bis der fertig wird, oder wie war das? Ja, genau das war's. Deswegen finde ich den nicht. Gut, okay. Das erklärt das. Gut, Straße haben wir. Handelsroute müssen wir gleich machen. Ja, dann würde ich sagen, Straße, Händler, Handelsroute errichten. Hast du einen Sprössling gepflanzt? So wächst er schneller, als du glauben magst. Bald stößt sein Wurzelwerk an den Rand der Scherbe, wo er eingesetzt. Verschaff ihm Raum, auf dass er tunlichst weiterwachse. Mit deiner Stadt ist's ebenso. Drum säume nicht, der Gründung ersten Schwung mit neuen Bauten fortzusetzen. Aha. Alles das, was ich da gerade lese, habe ich schlupf schon gemacht. Ja. Gut. Dann brauchen wir jetzt den Händler hier. Gute Plan von dort. Holz. Spiel wird gerade gespeichert, okay. Stadt hinzufügen. Noch da. Passt, ne? Ja. So. Die Reise beginnt. Okay, und er nimmt auch schon die Klamotten mit. Dann passt das. Jetzt muss ich nur den zweiten Händler noch kriegen. Und der macht jetzt auch diese Route. Routeneinstellungen. Oala, löschen wir mal. Geht das hier? Ja, da. So. So, Routeplan ist erledigt. Dann würde ich jetzt mal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Okay.